Hallo liebe Freunde, willkommen zu einer neuen Folge Ali der Bastler. Ich begrüße euch. Ja, es geht um meine Kaffeebar. Aktuell steht meine Kaffeemaschine auf der Küchenplatte. Unten rechts in der Schublade ist der Kaffee und oben in dem Hängeschrank befinden sich die Tassen. Dafür werde ich mir heute eine Kaffeestation bauen, dass ich dann alles an einem Ort habe. Gut, ich würde sagen, fangen wir an und ich packe erstmal die ganzen Bretter aus und dann sehen wir uns gleich nach dem Intro. So, jetzt haben wir unsere Kanthölzer, die wir auf Maß gesägt haben. So, dann setzen wir das hier hin und auch, na komm. Und dann haben wir hier die Länge von dem Rundstab. Nachdem alles gebohrt, gesägt wurde, werden wir das Ganze jetzt einmal Probe stecken. Ich habe die Stäbe vorne noch ein bisschen abgeschliffen, damit die einfacher reingehen und man sich auch nicht beim Arbeiten verletzt. Ich hoffe, das sieht gut aus am Ende, keine Ahnung. Das ist das erste Stück. Dann schieben wir das mal hier rein. Hier rein. Das wäre jetzt das gesamte Stück. Hier haben wir vorne eine Strebe. Gut, das ist noch ein bisschen wackelig. Hinten wäre nicht schlecht. In die Richtung ist das sehr stabil, aber so, das gefällt mir noch nicht so ganz. So, liebe Freunde, mich hat das Projekt jetzt nicht wirklich umgehauen. Das Projekt an sich ist ja eigentlich eine gute Idee, aber mit den Rundstäben, das hat mir nicht gefallen. Das sah irgendwie aus nach einem Badmöbel. Deswegen habe ich mir überlegt, das Ganze ein bisschen anders zu gestalten. Ja, sobald ich weiß, wie es weitergeht, schalte ich die Kamera wieder ein und ihr könnt mir dann gerne zuschauen. Auf ein neues. Ihr seht, ich habe jetzt anstatt die Stäbe habe ich mir hier so ein paar Holzbretter zugesägt und werde das Ganze nachher mit Taschenlochbohrungen befestigen. Das mal so dran. So sieht das Ganze dann aus. Das mache ich jetzt dann mit allen anderen Brettern auch und dann melde ich mich gleich zurück. Ich habe jetzt hier eine Platte drunter gelegt, die ist 15 mm stark. An das Teil hier dran, an die an die Beine, dann liegt das ungefähr mittig, also ungefähr. Leim auftragen, muss nicht viel sein, es muss einfach nur Leim dran. Und dann wird hier einfach dran geschraubt.
Wenn ihr am Anschlag seid, reicht das. Das war's. Und so habt ihr eine stabile Verbindung. Ja, ihr seht, das Ding ist erstmal jetzt überall festgeschraubt, fest verleimt. Und was die Stabilität angeht, da bin ich wirklich sehr zufrieden. Hier habe ich, wie gesagt, keine Strebe. Hier plane ich nämlich eine Schublade rein. Die Schublade, die kommt zum Schluss, nachdem ich hier die Platte draufgesetzt habe. Dann kann ich nämlich genau abmessen, wie hoch die Schublade wird und positionieren und. Das ist, wie gesagt, die Oberseite. Das drehen wir jetzt einmal um und werden unten die Platte drunter legen, um das gesamte Maß zu ermitteln. 2,2 und hier haben wir ein Maß von 2,6. Also noch mittiger geht's nicht. Ich lasse das jetzt erstmal so. Ich will ja nicht schrauben. Ich will auch von hier keine Winkel oder sonst was einsetzen. Da möchte ich pro Bein einen Dübel reinsetzen. Dafür mache ich mir hier einfach jetzt eine Markierung um die Füße, quasi einmal drumherum. Wir nehmen unseren Winkel, setzen das hier an, damit wir hier erstmal genaue Linien haben, damit wir das schön präzise einsetzen können. Ja, präzise, ich und präzise, ja, klar, Adi. So, dann zeichnen wir uns hier die Mitte an. Falls irgendein Schreiner gerade zuschaut, seien wir bitte nicht böse, aber es geht nicht anders. Gut, was nehmen wir für Dübel? Ich habe hier 40 mm, das heißt 20 mm werden wir jetzt erstmal in die Platte bohren. So, 8 mm Dübel bedeutet natürlich 8 mm Bohrer. Ja, machen wir 15, 25. Mhm. 15, stellen wir hier mal Messschieber die 15 ein. So, und dann ziehen wir das Ganze fest. Jawohl. 4. Dann haben wir das. So, dann setzen wir hier die 8er rein. Dann habe ich das auch mal ausprobiert. Ich habe es ja noch nie gemacht. Und dann nehmen wir uns das schöne Stücke, halten das schön bündig und lassen es vorne langsam ab. So, wenn wir das haben, dann drücken wir hier drauf, dass da die Markierungen zu sehen sind. Schauen wir mal. Jetzt bohren wir hier. Was haben wir da gemacht? 15. Hier machen wir unsere 25. Die Spitze in die Markierung und dann Grill. Gerade. Hoffe ich zumindest. Jetzt setzen wir mal hier den einen rein. Das mal hoch, setzen die Dübel hier rein, die Positionierung, und dann werden wir das Ganze jetzt übertragen. Okay, das sollte schon passen. Ich hoffe nur, dass es passt. Jetzt mache ich die Dübel rein und das passt nachher nicht. Dann habe ich wieder meine Nerven. Mache ich meine Nerven wieder kaputt. Jetzt werden wir aber auch die, nicht nur hier die Löcher, sondern auch die Fläche etwas mit Leim füllen. Also beschmieren. Nicht viel,
sondern einfach nur mal ein bisschen, damit da auch auf der Fläche Halt ist. Dann nehmen wir das. Das ist die Vorderseite. Da müssen wir das Ding mal einmal umdrehen. Na komm. Geh rein, geh rein. Da passt es, hier passt es und hier auch. Muss jetzt schön runtergedrückt werden. Wo habe ich die? Ja. Okay. Liebe Freunde, ihr seht ja hier diese Taschenlochbohrungen. Die sind ja, habe ich ja vorhin auch schon gesagt, die sehen ja ziemlich hässlich aus. Da habe ich mir überlegt, ich habe hier noch so ein paar Reste, Kanthölzer, dicke Stücke, da habe ich mir überlegt, daraus hier so dünne Streifen zuzusägen. Nur zum Überdecken. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Wenn wir jetzt auf 0,5 gehen würden, wäre da immer noch Luft. Wir fangen erstmal ganz mit ziemlich niedrig an. Und dann tasten wir uns langsam hoch. Das Kantholz habe ich einmal umgedreht, weil ich nicht komplett mit dem Sägeblatt über das Material hochfahren wollte. Das war mir dann doch zu gefährlich. Dann drehe ich lieber das Brett einmal nochmal um und fahre dann wieder die nächste Hälfte ab. Somit habe ich dann hier einen dünnen Streifen, der auch ziemlich breit ist. Die kann man natürlich auch später auf hier an den Kanten gerade sägen oder man lässt es halt. Wir werden das Ganze jetzt mal hier an dem Werkstück anlegen. Also, um ehrlich zu sein, gefällt mir das. Aber schaut euch das mal an, das sieht auch viel, viel besser aus, oder? Was sagt ihr dazu? Ja, jetzt habt ihr mal hier so ein Vorher und ein Nachher. Auf jeden Fall, das werde ich jetzt so mit den anderen auch machen. Okay, dann haben wir unsere Teile. Ich hobel gerade voll in die verkehrte Richtung. Deswegen gibt es hier so leichte raue Stellen. So. Ziehen wir das hier schön stramm. Und so werde ich das mit den anderen auch noch machen. Wir wollen ja schließlich, auch wenn es nur ein Bastelprojekt ist, wollen wir vernünftige Arbeit leisten. So, bis gleich. Und am nächsten Tag, da sind wir jetzt hier wieder dran. Jetzt werde ich den Feinschliff machen und dabei werde ich auch die Kanten nochmal bearbeiten. Thank you.
Puh.